Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Kornwelt unterwegs und wir sind bereits in Folge 12. Richtig. Wir holen jetzt mit unserem Einzeltransporter hier, weil der ist auch sehr schön unterwegs, noch eben das Ölfeld, was am weitesten weg war, haben wir schon dementsprechend das Öl hergeholt. Das haben wir jetzt über die breite Highway-Geschichte angefahren. Ging erheblich schneller wie unsere Zicke-Zacke-Spur- und Schleifen-Umwegerei, die wir gefahren sind. Hierher habe ich jetzt noch keine schnellere Variante gefunden, meine ich. Bin ich mir aber nicht sicher. Müssen wir mal gucken, ob es hier auch noch einen Weg oben lang geht, dass man also direkt zum nächsten Punkt fahren kann. Aber das kriegen wir auf jeden Fall raus. So, wir werden jetzt auf jeden Fall hier erstmal noch das Öl wegholen. Wir sehen auf der Minimap links von unserem sich bewegenden Punkt auch schon das Ölfeld. Dann sind wir nämlich aktuell auf den Stand und dann werden wir mal gucken, dass wir dem Ölzug das Öl wegbringen. Werden zwischendurch aber noch einmal unsere Drescher leer machen. Weil sonst fehlt uns nämlich spätestens bei den Sonnenblumen nachher die Ölfrucht. Hilft das beste Öl nicht, wenn man es nicht verarbeiten kann. Ne? Und ich bin mir nicht sicher, dass das so gut ist, was ich hier mache. Sollte möglichst nicht so viel labern und vielleicht mich ein bisschen mehr aufs Fahren konzentrieren. Dann komme ich vielleicht auch ein Stückchen weiter. So, hier oben ist das Ölfeld. Und ich glaube, wir müssen ein kleines Stückchen dran vorbei und hier vorne bei der Brücke geht's hoch. Gucken, ob mein Gedächtnis mich jetzt enttäuscht. Ne, tut's nicht. Hier geht's rauf. Hier fahren wir hin. Ja, schön. Vielleicht nicht unbedingt mit 180 hier um die Kurve. Hey, so schnell können wir nicht, das weiß ich auch. Ah, aber ihr seht, das passiert, wenn man zu schnell um die Kurve fährt. Ne? War nicht wirklich schön, war nicht wirklich schön. So. Gut, hier jetzt rüber. Hier haben wir auch nur eine einzige Abzapfe. Da können wir mal gucken. Hier nehme ich. So. Gucken, wie wir hier rauskriegen. Ja, und dann müssen wir schon zurück und dann geht es schon in das Lagersilo für Öl und dann kann man schon mit dem Zug ranfahren. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich gleich auch mal den anderen Part leer machen. Hier haben wir wahrscheinlich das letzte Mal auch gepumpt. Ja, jetzt haben wir immer schon wieder 25.000 Liter drinne. Das ist ja schon nicht wenig. Also wenn wir die Tour hier sozusagen einmal am Tag machen, dann kommen wir mit dem Fahrzeug hier wahrscheinlich aus. Wenn wir die alle 2, 3 Tage mal machen, dann bräuchten wir schätzungsweise dann den Roadtrain, um das Ganze zu machen. Aber ist da kein Problem, weil die Fahrerei ist hier nicht mehr ganz so wild. Jetzt, wo man weiß, dass man den komplizierten Weg hinten nicht fahren muss, sondern dass wir da über einen Highway ran können und da kann natürlich der Roadtrain auch vernünftig drauf fahren. So, gut, jetzt müssen wir nur ein Stück wieder zur Brücke zurück. Ja, wow. Wie komme ich hier wieder raus, ey? Oh oh. Gute Allradzuschaltung. Sonst wären wir ziemlich aufgeschmissen gewesen, ey. Ja, dafür hat man Drive Control. Was ihr jetzt fragt, wofür ist das Add-on eigentlich gut? Ja, eben das, wenn man halt die ursprünglich vorgesehenen Antriebsachsen halt einen nicht mehr in den passenden Grip bringen, um sich fortzubewegen, dann schaltet man einfach die Sachen auf Allrad, sprich, dass alle Achsen angetrieben sind, die sonst, ja, wenn man ehrlich ist, original bei dem Fahrzeug wahrscheinlich nicht angetrieben sind. Und dann kann man sich auch wieder bewegen. So einfach ist das Ganze. Jetzt müssen wir einmal hier den Knick fahren. Oben das Feld, das gehört theoretisch schon uns hier geradeaus. Wenn wir da den Hügel hoch werden, dann wären wir schon auf unserer 33. So hart ist das. Ich hoffe, dass uns hier jetzt nicht gerade ein PKW entgegenkommt, wie der vorhin.
Das wäre hier vielleicht nicht ganz so praktisch in der Kurve in dem Tunnel. So, hier geht es nochmal die Welle nach oben. Und dann dürften wir eigentlich schon fast die Brücke da hinten im Knick sehen. Ja, da sehen wir sie auch schon. Und da irgendwo geht es links hoch. Wow, okay. Ja, das ging alles nochmal gut. Also hier in der Höhe von der Brücke müssen wir irgendwo auch links abbiegen. Ja, hier ist es. Hier müssen wir hoch. So. Ein bisschen Schwung mitnehmen, nicht zu viel. Weil wir wollen ja nicht die Klippen runter segeln hier. Ah, er steckt sich einigermaßen wacker hier. Man muss aber bedenken, er hat ja nur knapp die Hälfte der PS von den Road Train LKWs. Ne? Darf man nicht vergessen. Dafür ist er ja auch nur für einen einzelnen Sattelzug hier gedacht. Ne? Er ist ja nicht als Road Train angestellt worden, sozusagen. Nein, gekauft worden. Ne? Wahrscheinlich hätte man auch einmal stumpf die Feldkrante lang fahren können. Hier vorne wäre der Bahnübergang gewesen, aber. Ja, so original ist wäre das dann nicht und da will man das auch nicht unbedingt, ne? Da sollte ja wenigstens schon so ein Weg sein wie hier. Dann könnten wir es noch nachvollziehen. So, da vorne sehen wir schon die ersten Ölpumpen. So. Ich werde jetzt hier auch nicht wegen den 2 Metern über die Wiese fahren, wenn ich jetzt weiß, dass der ursprüngliche Weg hier nur ein paar Meter entfernt ist. Ne? So, mal gucken, ob wir hier jetzt tatsächlich auch alles leer kriegen. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich die eine überhaupt gemacht hier beim letzten Mal? Oder haben wir nur 2 Stationen benutzt? Gucken wir mal. Also wir pumpen erstmal die hier leer. Da sieht man unseren guten Schlauch. Ran an die Station und dann geht's los. Okay, hier war so super viel nicht drin. Boah, das war, genau, das war auch gar nicht mal so viel, was es hier gab. Das hat sich dann halt nur auf die verschiedenen Tankstationen eher aufgeteilt. Ne? Riesige Summen waren das, glaube ich, gar nicht. Vielleicht ein bisschen mehr wie bei den anderen, aber halt nicht das Dreifache, weil hier 3 Stellen sind. Das war es nun wirklich nicht. So. Hier nochmal im Rausholen. So, dann fahre ich da vorne zur letzten Station und wenn ich da abpumpen gedrückt habe, dass ich das hier abtanke, dann werden wir einmal zwischenzeitlich die Drescher leer machen. Theoretisch gesehen müssen wir den einen Drescher sogar noch erstmal hinfahren. Ich bin nicht täusch. So, wir schalten durch. So, wo sind wir denn? Da. Ich steige mal hier aus. Jetzt hier rüber, weil der kann jetzt erstmal seinen Kollegen da vorne leer machen. Der steht mich auch genau richtig, dass es auch geht. Ja, das hier ist unsere Ölfruchtlieferung. Der freundliche LKW hier wird seine Frucht und das könnte mit Glück ein Feuer-LKW sein, hinbringen zur Produktion von unserer Dieselgeschichte. So, den kann ich jetzt hier schön stehen lassen. Ne, zu dem wollte ich noch gar nicht, zu denen hier auch nicht. Hätte halt nicht so raushüpfen sollen. So, wo habe ich denn meinen freundlichen anderen kleinen Road Train? Da. Quatsch. Falscher Road Train. Den Road Train nehmen wir. So. Und dann müssen wir auch noch sehen, dass wir den anderen Drescher rankriegen. Dass der die andere Spitze da vorne noch macht. Erstmal fahren wir jetzt hier freundlich ran. So. Ja, der läuft also auch. Jetzt skippen wir nochmal weiter durch. Bis wir dann bei ihm hier sind. Den schmeißen wir jetzt mal an. Fahren ihn mal hier übers Feld direkt hin. So. Ich werde mit ihm nämlich auch nicht ganz hinten rumfahren. Aber er wird jetzt ins Soja-Geschäft einsteigen. Hat er extra Schneidwerk mitgenommen. Und er wird dann auch nochmal zur 44 müssen. Die ist anscheinend dann nochmal den Hügel hoch.
Da denn das nächste zu machen. Ne? So, mal gucken, ob das jetzt hier alles so geschmeidig geht. Der Schneidwerkswagen sollte eigentlich keine Probleme haben, weil auch der leere Schneidwerkswagen ist ja nirgends hängen geblieben. Eins, was wir natürlich jetzt nicht haben, ist die Geschwindigkeit. So simpel ist es halt. Ne? Wir fahren hier halt eher gerade gemächlich durch die Gegend, um es mal so auszudrücken. Aber das kriegen wir alles hin. So. Ja, trotzdem, dass es hier gleich berghoch geht, hält er immer noch seinen Zug. Also seine PS-Zahl halten ihn. Okay, ich hätte es nicht sagen sollen. Hier ist er jetzt ein bisschen eingebrochen, aber er hält seine Geschwindigkeit einigermaßen, kann sich also echt nicht beschweren. Und wir haben es ja auch fast geschafft. Ich werde ihn jetzt dann hier gleich den anderen Schneidwerkswagen dumpf daneben parken lassen. Ja, also wenn jemand sagt, das ist eine große, flache Karte hier, der macht bei einigen Feldern wohl recht haben, aber wenn spätestens, wenn man das hier gesehen hat, dann sagen die Leute, nö, vielleicht doch nicht. Und dann sage ich, stimmt, ist es auch nicht. Ja. So, ich fahre jetzt erstmal hier ein Stückchen dran vorbei. So. Ah, das ist nicht so geschickt. Muss erwarten, muss das wieder ein bisschen... Hier ist besser. Ja, weil wenn der Schneidwerkswagen zu hoch steht und man leicht bergan fährt, um den nachher das Schneidwerk mit draufzusetzen, ist das Schneidwerk nicht hoch genug meistens. So, und jetzt fahren wir hier ganz hinten rüber mit ihm hier. Wir falten ihn natürlich jetzt hier schon mal noch auseinander. Ich weiß nicht, warum er da jetzt immer noch steht, der andere. Habe ich was verpasst? Ich habe auch kein Blockieren gekriegt. Sieht doch irgendwie nicht blockiert aus. Dann steigen wir noch erstmal aus und gucken. Was hast du jetzt für einen Auftrag hier, Onkel? An. Hilfe an. Okay. Jetzt fährt er wieder. Okay. Nicht drüber aufregen. Kriege ich mich auch nicht drüber auf. So. Das hier wird jetzt eine schwierige Angelegenheit. Weil die Kante nicht sonderlich gerade ist und das eine ziemliche Spitze ist. Dann wird wahrscheinlich uns ungefähr 80 Mal melden. Ich bin schon fertig. Was er natürlich gar nicht ist. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn am sinnvollsten hier ansetze. Da der andere so gefahren ist, wird es wahrscheinlich so aus die Bahn sein. Aber wie gesagt, er wird uns ungefähr 800 Mal sagen, er wäre fertig. Ja, wie jetzt zum Beispiel. Er sagt jetzt schon, er wäre fertig. Träumer. So. Ja. Also er will auch die Ecke nicht fahren, stellen wir gerade fest. Ich lasse ihn jetzt mal so ein Stückchen hier fahren. Vielleicht überlege ich das sicher noch. Hoffe. Ja, jetzt übernimmt der Helfer. Ja, jetzt wird er erstmal natürlich hier immer hin und her fahren und mal gucken, was er daraus macht. Er ist hier dementsprechend auch schon wieder am Wenden. Er ist noch unterwegs. Ist alles super. So, was haben wir denn jetzt natürlich noch? Wir skippen natürlich wieder durch. Wohin? Na? Richtig, zu unserem kleinen Öltransporter. Da haben wir ihn. Der hat nämlich jetzt die 39.000 Liter drin, die er drin haben kann. Und der fährt natürlich jetzt da vorne zur Abgabe und bringt den Spaß weg. Und dann werden wir, das wird wahrscheinlich nicht mehr heute sein, aber morgen, werden wir mal den ersten Zug ins Rollen bringen. Das ist die Idee. Und wenn wir mit dem Zugpart erledigt haben, dann hoffe ich auch, dass in der Zwischenzeit auch
die Sonnenblumenlieferung dann in die Füße kommt und wir dann tatsächlich nicht nur die Saatgutproduktion, sondern auch die Dieselproduktion anschmeißen können. Ja, wenn er jetzt natürlich eine ziemlich gute Mischung macht aus Wasser und Saatgut, dann können wir natürlich zwischendurch auch schon das hier das Zugsilo und drüben das Getreide. Ich weiß das gar nicht mehr genau, wie das jetzt hier hinkommt oder ob das hier richtig oder falsch ist. Ich gucke da gleich einfach mal. Steig mal aus. So. Hallo, lass mich hier durch. Hier vorne war irgendwo noch eine Anzeige. Hier ist nichts drin. Hier sind so 74.000 Liter Öl drin. Ne? Also hier habe ich die letzte Mal auch abgeliefert. Schlauch dran. Dann machen wir es auch wieder sozusagen. So, ja, und dann pumpen wir den Spaß hier ab. Und ja. Dann können wir uns beim nächsten Mal um den Zug kümmern. Die Jungs sind alle gerade am Fahren. Das ist alles wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus, würde ich sagen. Ja, aber das sind wir schon wieder am Ende. Ja, so schnell geht's wieder mal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben, ne? Den berühmte Teilen natürlich wäre schön, ein bisschen Share, ne? Lass uns mehr werden, sozusagen. Verbreitet das Ganze, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ein Abo wäre natürlich klasse, wenn ich es noch nicht da gelassen habe. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mich schon so fleißig unterstützt, falls ihr das Ganze schon gemacht habt. Und schaut auch gerne bei meinen anderen Sachen rein. Dann sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.